In dieses alte russische Messgerät habe ich ein 7 Zoll Display aus einem digitalen Bilderrahmen eingebaut. Das Display war um 8 mm zu breit, sodass ich das Holzgehäuse innen fräsen musste, bis das Display in der Breite passt. Videos werden von einem USB-Stick abgespielt. Das erste ist ein Ausschnitt aus Metropolis, dem ikonischen Sturmfilm von Fritz Lang aus dem Jahr 1927. Oben ist eine Glimmlampe, die 1972 zum 50-jährigen Bestehen der Sowjetunion hergestellt wurde. Die beiden Porzellanisolatoren sind mit einem lichtleitenden Kabel, ursprünglich ein USB-Kabel, umwickelt, das von innen mit blinkenden blauen LEDs beleuchtet wird. Das Avometer Modell 8 von 1954 ist ein Universalmessgerät in einem wunderschön gestalteten Bakelitgehäuse. Es kann elektrischen Strom, Spannung und ohmschen Widerstand messen. Deshalb der Name Avometer, Ampere, Volt und Ohm. Die fünf Metallscheiben, die ich auf Gewindestangen um die 20 cm lange Edison-Röhrenglühbirne befestigt habe, erzeugen ein futuristisches Design. Die Scheiben sind auf der Unterseite schwarz und auf der Oberseite in Gold lackiert. Zusätzlich habe ich kleine Neon-Glimmlampen, einen Dimmer und ein neues Textil-Netzkabel hinzugefügt. Einen der beiden Drehschalter des Originalgeräts habe ich mit dem Dimmer verbunden. Dieses alte Röhrenvoltmeter wurde in den 1950er Jahren von der Firma Ultracoust Gerätebau hergestellt. Das Voltmeter konnte bis zu 5000 Volt Gleich- und Wechselspannung messen. Ich habe das Holzgehäuse aufbereitet und darauf den Reflektor eines alten Heizstrahlers montiert. Hinten ist eine schöne russische Senderöhre mit roter LED-Beleuchtung, vorne eine Bakelitfassung mit einer XXL-Edison-Glühbirne. Die Edison-Glühbirne kann mit dem großen Drehknopf an der Front gedimmt werden. Dieses kleine Messgerät wurde ab den 1930er Jahren für die Fernmeldetruppe der deutschen Wehrmacht gebaut. Es wurde Feldmesskästchen 18 genannt. Ich habe zwei Glimmlampen und ein interessantes Uhrenmodul eingebaut. Es ist ein Vakuumfluoreszenzdisplay VFD 48 aus China. Fluoreszenzanzeigen kennen wir vor allem noch von Taschenrechnern und Geräten der Unterhaltungselektronik. Die VFD-Anzeigen haben einen Glaskolben mit Hochvakuum. Die Anoden sind mit einer Leuchtstoffschicht aus Phosphor beschichtet, das durch Auftreffen der Elektronen aus der Kathode zum Leuchten angeregt wird. Treffen die Elektronen auf den Leuchtstoff, wird Licht mit einer Wellenlänge von 505 Nanometern emittiert, das typische hellgrüne bis blaue Licht.